Die Musik vom Duo Klack kann man nicht wirklich in eine bestimmte Schublade pressen oder drücken oder legen, sondern wir spielen eigentlich Musik, die uns gefällt. Warum das Album 11 heißt? Ganz einfach, weil 1 und 1 ist 2. Das ist stimmig für uns als Duo. Oder weil auf der CD sind zufälligerweise 11 Titel drauf. Aber eigentlich feiern wir dieses Jahr 11 Jahre Duo Klack. Und deswegen haben wir uns für diesen Titel 11 entschlossen. Und auf diesem Album, kann man sagen, widerspiegelt sich einfach unser Werdegang, unter anderem unsere Leidenschaft, was wir gern hören, was wir gern spielen. Wir haben versucht, das jetzt auf diesem Album wirklich zu verbinden und ich denke, es ist uns sehr gut gelungen. Die Idee prinzipiell zum Album entstand natürlich mit dem 10 Jahre Jubiläum. Und wir haben gedacht, wir lassen wirklich das 10-Jährige, das lassen wir jetzt noch einmal ein bisschen, lassen wir es reifen. Und im 11. Jahr war dann wirklich der Gedanke reif genug, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt die dritte CD. Wenn ich mich für ein Stück entscheiden müsste, was mir am meisten gefällt, das ist sehr schwer. Aber ich würde mich für einen Mozart entscheiden. Das Klarinettenkonzert von Mozart, zweiter Satz, das ist für mich Musik in seiner reinsten Form. Und das gibt es bis daher nicht, dass es mit Keulen und Klarinette gespielt wird. Und das hat mich schon sehr berührt im Studio. Das Spannende bei dieser CD-Produktion ist einmal ganz sicher die Vielfältigkeit. Man hört Akkordeon, S, B, A, Bassklarinette, Gesang, Percussion und alles im Duo ist schon sehr speziell, sehr interessant. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Ja, das ist einfach ganz besonders, dass man einfach einen Menschen findet, wo man sich menschlich und musikalisch weiterentwickeln kann. Mit Stefan ist das wirklich der Fall. Aber man merkt, also, wenn man so lange zusammenspielt, dass man sich blind versteht. Und ich weiß eigentlich mit jedem Muskelzug, was der Markus hat, was er eigentlich will. Was wünschen wir für die nächsten 11 Jahre? Ja, viele Konzerte, hoffentlich. Und weiterhin gemeinsam so viel Spaß haben, wie es die letzten 11 Jahre gemacht hat. Blackbird fly.